Und damit willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie, einem LP entwickelt von Rare. Und jetzt endlich der zweite Part und wir können endlich hier reingehen in Mumbo's Mountain, die erste Welt. Doch, drei neue Moves könnt ihr hier in dieser Welt erlernen. Haltet Ausschau nach meinen Hügeln. Okay. Und da ist ein Jinjou. Und ich spiele jetzt mit dem Switch Pro Controller. Heißt, ich kann das Ganze ein bisschen angenehmer spielen. Ihr habt mich gerettet! Gruntilda hat in jeder Welt 5 von uns eingesperrt. Wenn ihr uns alle befreit, gibt es in jeder Welt ein Puzzleteil. Ja, und da wir das Spiel dazu 100% lösen, werden wir natürlich auch alle 5 Jinjous in jeder Welt sammeln. Und einen herzlichen Dank an meinen besten Freund Tom, der dieses LP mit besonderer Freude erwartet, weswegen ich es wunderschön für ihn spielen werde. Und wir werden nach Möglichkeit, da werde ich auf eure Hilfe angewiesen sein. Ich Mumbo Shadow sein. Ohne mich, Mumbo, machen keine Finger für Zauber. Krumm. Oh, bisschen rutschig, nicht wahr? Ja, bleib doch da oben, Banjo. Ich habe jetzt natürlich nicht alles gelesen. Ich denke, dass ich bin eine von 100 Noten in jeder Welt. Sammelt uns ein, um die Notentüren in Gruntildas Reich zu öffnen. Und auch hier werden wir natürlich alle 100 Noten in jeder Welt sammeln. Ist ja ganz klar. Und Tom wird das Ganze mit Spannung erleben. Ist das ein Stier? Digga, was? Hier unten haben wir auf jeden Fall Noten, die wir gerne haben wollen. Ich weiß, ich habe da eine vergessen. Und auch hier. Die Steuerung mit dem Switch Pro Controller ist tatsächlich gar nicht mal so geil, wie ich dachte. Aber wahrscheinlich, weil ich das Spiel jetzt über eine Woche wieder nicht angepasst habe, muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. So. Ist ja ganz normal. Aber ich muss sagen, das Spiel ist echt, echt geil. Spielt sich top. Und holen wir uns doch mal den Jinjou, den zweiten. Da dürften wir ja eigentlich drankommen, oder? Oder muss ich da, wenn ich das richtig habe, von der Brücke springen? Ja, ich denke, das wird sein. Er pfeift schon. Ja, super. Ich weiß nicht, was mit der Kamera los ist. Ah, ich glaube, da kommen wir noch nicht dran. Ist ja nicht schlimm. Ich möchte jetzt allerdings auch nicht von ihm hier getroffen. Ey, piss dich! Stirb. Ach bloß, man kann ihn nicht besiegen, oder wie? Okay. Ja gut.
Hey, das ist mein Baum von Konga. Ich treffe Bär mit Orangen. Alles klar. Das ist Diddy Kong. Chippy ist bei mir. Sorry für der Chippy. Alles klar. Ich glaube, hier sollten wir noch nicht hin. Bin mir nicht ganz sicher. Ja. Erwartet kein Skill-LP von mir. Denn da bin ich definitiv der falsche Ansprechpartner für. Ach guck mal, ein Viertel haben wir schon. Aber grafisch muss man sagen, das spielt sich doch echt top auf. Riesenameise. Bam, tot. Bam, Riesenameise. Top, tot. Und was ist hier? Hey, Kleiner. In Tickers Turm sind Bären nicht erwünscht. Und das interessiert jetzt wen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mit meiner Steuerung irgendwas nicht stimmt. Tatsächlich kann ich hier gar nicht das machen, was ich vorhatte. So. Ah, die Attacke gibt es ja auch noch, genau. Ist es normal, dass er nicht rennen kann? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß nur, dass wir hier ein Puzzleteil haben. In jeder Welt sind 10 von uns versteckt. Wir helfen euch auf eurem Weg zu Gruntilda. Ja, dann hätten wir jetzt das erste von 10 Puzzleteilen in dieser Welt. Und wenn ihr diese Welt verlassen wollt, dann kehrt zur Startplatte zurück und stellt euch darauf. Ich glaube, ich habe den im ersten Part etwas anders synchronisiert. The Bottles. Der Huckepacklauf ermöglicht es, Kazooie, dich zu tragen und selbst steile Hänge zu erklimmen. Boah, das hört sich voll geil an, ey, Bottles. Wie funktioniert das denn? Halte den Z-Trigger und drücke den linken C-Knopf. Halte danach den Z-Trigger gedrückt. Solange Kazooie dich tragen soll. Ah, okay. Das ist cool. Da unten ist doch noch ein Mumbo-Schädel. Ich hab Bock am. Die Frage ist, wie viele Mumbo-Schädel gibt es? Aber so sind wir jetzt immerhin etwas schneller unterwegs. Ich hatte mich gerade nämlich etwas gefragt, warum wir so langsam sind. Wir sind Eier. Kazooie kann lernen, uns als Munition zu verwenden. Ja, und wie? Hau rauf! Kazooie kann hier einfach hochlaufen. Das ist ja krass. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, die erste Welt ist ziemlich einfach. Klasse, ihr habt genug Noten gesammelt, um den Zauber der ersten Tür zu brechen. Nö, wir haben noch keine genug. Wir haben noch nicht alle Noten. Bottled, also so Flasche, ey. Ich weiß, das Wortspiel ist echt scheiße.
Und wie geil diese Musik einfach ist. Aber mit diesem Move dürfen wir doch theoretisch, wenn ich es richtig habe, hier in diesem Haus an der Wand laufen können, oder? Und da der sagt, es gibt drei Moves. Ja, das dürfte funktionieren. Das dürfte, glaube ich, definitiv funktionieren. Das scheint zu funktionieren. Okay, auch da kann Kazooie noch nichts ausrichten. Hier gibt es noch ein paar Nötchen einzusammeln. Einige, wir haben schon 70. Und 100 Noten haben wir. Schon gut was geschafft. 76, 79. Also in dieser Welt scheinen die echt leicht zu sein. Und da hätten wir auch das zweite Puzzleteil dieser Welt. Gibt's hier noch irgendwie Noten oder so? Da oben gibt's Noten. Oh, Kazooie, du kannst ja richtig gut springen. Alter, die kann ja richtig gut springen, ey. Und da hinten habe ich einen Maulwurfvögel gesehen, also ich vermute, Bottles hat da wieder einen Move für uns. Hau mal raus. Ich nenne diesen Move die Kopfgranate. Springt in die Höhe und drückt den Z-Trigger, damit Kazooie auch einmal ihr Köpfchen anstrengt. Das gefällt mir aber gar nicht. Ja, ist mir egal. Gewöhn dich lieber dran, Nesthäkchen. Pff, diesen Move werdet ihr oft brauchen. Muhaha. Also. Ich bin Juju Mumbus, Totempfahl, füttere mich doch mit diesen blauen Eiern. Ja, ich weiß nur noch nicht wie. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich diesen Move einsetze. Stattdessen bringe ich den mal eben um. Zum Mumbo würde ich sagen, gehen wir mal noch nicht. Denn ich habe eine Idee, wozu wir diesen neuen Move gebrauchen können. Wie gesagt, es ist nur eine Idee. Aber hier war doch dieser Affe. Füße weg von Kongas Schaltern. Schlauer Bär findet Kongas Gold. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut. Da komme ich nicht hoch, oder? Hey, das Kongas Orange. Zurückgeben. Orangen sind lecker. Alter, man wirft dich mit Essen. Da ich jetzt gerade keine Ahnung habe, wie es weitergeht, wa? Mumbo. Ich weiß, dass es
in jeder Welt eine Verwandlung von Mumbo gibt und... Joa, den 3 Schädel, mal gucken, ob das was bringt. Den Eierschuss kackt da... Ach, hier haben wir noch einen. Oh, verdammt. Komm, geh da rein. Und damit hätten wir das 4. Puzzleteil. Noch 6. Wo sind die? Wo sind die 6 denn? Wir brauchen 5 Mumbo-Schädel. Ich Mumbo besser Schamane im ganzen Spiel. Mumbo kann Bär und komischer Vogel Elfen. Vorsicht, du schräger Quacksalber. Böse Hexe hatte versteckt Mumbos silberne Schädel. Findet Schädel und Mumbo euch viel gut helfen. Wenn Jud nichts genug hat, Mumbo Schädel gucken auf sein Schild. Mumbo will mehr. Das ist doch nicht wahr. Mumbo, was soll der Kack? Wo ist denn der letzte Mumbo-Schädel? Wäre auch zu schön gewesen, wenn er da gewesen wäre. Da ich nicht voll geheilt bin. Das ist eine gute Idee. Aber wir haben auch noch gar keine Honigwabe, ne? Ah, wie das mit der Kamera funktioniert, muss ich offscreen nochmal alles irgendwie ausprobieren, weil da habe ich irgendwie gerade Probleme. I don't know why. Ich habe aber das Gefühl... ...dass ich hier irgendwie noch hoch kann. Hm, anscheinend nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann ja sehr weit fliegen. Aber wo haben wir denn den Mumbo-Schädel vergessen? Da muss man doch auch irgendwie hochkommen, oder? Wirklich viel vergessen haben können wir doch eigentlich gar nicht. Ja gut, den Jinjo da haben wir noch nicht. Den brauchen wir ja. Die Frage ist nur, wie man sich den holen soll. Ich habe auf jeden Fall eine leere Honigwabe gefunden. Da kommen wir irgendwie hin. Da kommen wir hin. Aber ganz ehrlich, ich habe nicht wirklich Bock, offscreen nachzuschauen. Das möchte ich irgendwie so herausfinden.
Aber so kommen wir an den Ginger. Das funktioniert. Irgendwie. Ich will den Ginger jetzt haben. Wie viel haben wir eigentlich? 2 fehlen noch. Okay. Oder wir holen uns zumindest den Ginger so. Aber irgendwas ist doch hier faul. Ich habe eine Idee zumindest. Ach so. Chimpy liebt Orangen. Chimpy wird dickem Bär und lustigem Vogel helfen. So. Das erklärt's natürlich. Damit hätten wir das fünfte Puzzleteil. Da kommen wir hoch. Ah, wir müssen den da runterschießen, okay. Das erklärt's. Da ist auch der fünfte Mumbo-Schädel. Das heißt, im nächsten Part können wir zu Mumbo. Den Move holen wir uns aber noch. Bottles, hau raus. Es ist an der Zeit, dem Vögelchen zu zeigen, was man mit Eiern alles machen kann. Ich bin ganz Ohr. Würmchen. Halte den Z-Trigger und drücke den oberen C-Knopf, um ein Ei aus deinem Mund zu schießen. Klingt super. War das alles? Na, fast. Drücke den unteren C-Knopf, um ein Ei nach hinten abzufeuern. Ah, das hört sich nicht so geil an. Muss ich jetzt ernsthaft auskacken? Hätte ich doch bloß nicht gefragt. Mit dem 3D-Stick lässt sich das Ziel genau anvisieren. Insgesamt kann das Vogelhirn bis zu 100 Eier tragen. Jetzt habt ihr gelernt, wie man Eier abschießt. Ich gebe euch noch 50 Eier, damit ihr ein bisschen üben könnt. Spatzenhirn. In dieser Welt habt ihr alles gelernt, was es zu lernen gibt. Ich bin stolz auf euch. Dass ich das nicht auf die Reihe gekriegt habe, war doch irgendwie klar. Aber das versuchen wir dann im nächsten Part. Wie war das so, Z-Trigger? Ihr sicherer Platz, Bär kann Konga nicht treffen. Ich mach doch alles richtig. Wenn ich nach hinten drücke, dann kackt er die aus. Ja, das habe ich hingekriegt. Kazooie! Warum kackt ihr die aus?
Hab ich da... Ich vermute, ich habe irgendwas an den Einstellungen falsch. Kann das? Ja, klar. Natürlich deswegen. Ja, Mauslock, das ist mir jetzt egal. Bam! I should come away. Tja, Konga, tut mir leid. Bär besiegt Konga. Konga gibt Preis an Bär. Dankeschön. Gut. Und wie es im nächsten Part weitergeht, erfahrt ihr dann bei Let's Play Banjo Kazooie. Hör auf. Denn wir haben ja noch einen Mumbo-Shadow dazu sammeln. Das machen wir im nächsten Part. Seid dabei, wenn's heißt Let's Play Banjo Kazooie. Also, bis dann und ciao.